Okay. Einfach nur eine Unterwasserhöhle, so wie ich das sehe. Holy. Und das war's. Wow. Das war alles? For real? Alter, die bricht sich immer den Fuß beim Aussteigen. Oha. Oh oh. Sterbe ich? Nein, gut. Magnetit, ja, das habe ich natürlich mitgenommen. Das riecht ein Profi gegen 1000 Meter. Magnetit ist nämlich eins der besten Dinge im Spiel. Das ist einfach viel zu riesig, dieses Gebiet. Ich verlaufe mich da ständig. Chat, haben wir den Schneefuchs schon? Oh! Oh, guck mal! Bäume. Lila Bäume. GG, du hast das Gebiet gefunden, was ich gesucht habe. Ja, aber... Foxy, deswegen guckst du ja auch mein Let's Play, okay? Genau deswegen guckst du ja auch bei mir. Bei mir gibt es die Pro-Strats und die Insider-Tipps. Und das alles umsonst, meine Freunde. Nein, ich gucke den Stream, weil ich die Scheiße dann schneiden muss. Auch, ja. Aber du profitierst selbst davon, weil du dann klüger bist nach dem Stream, weißt du? Das nennt sich Educational... Schneiding. Snizzlering. Oh, schau mal, was haben wir denn da? Get the fuck away, bitch! Fuck away, bitch! Schnee mitnehmen. Ich kann den nicht scannen? What? Okay, ich habe den wahrscheinlich schon bei der Ollen da gescannt, ne? In der Höhle, wo du runtergesprungen bist, waren die Chilischoten. Uff. Okay, und was ist hier? Gibt es hier auch was Spannendes? Ich bin in den Kreis gelaufen. Ey, die geht mir auf den Sack, ne? Die kann einfach nicht laufen. It matters to team morale. If you can cheat in the game, how can they trust you out there? I'm sorry, did you feel left out? Perhaps you would like to make a deal. Ugh, Parvin, no. You're shameless. You really never give up, do you? I don't. That's true. Have a manual. Put that in my next Crystal Records. Very persistent. My dearest Adeline and Rosita. Not dearest. Says that anymore. Adeline, Rosita, everything on the mission is going very well. Do you see now? Your doubts were unfounded. I am loved here, and... no.
Rosita will say, Papa, why do you have to brag all the time? Papa, it's embarrassing. I want to apologize. Okay, no, that's taking things too far. I know we didn't leave things on the best note, but I want you to know I love you and I miss you. I don't know why I say the things I say sometimes. They just come out. I was going to send you a message. What happened here? I sense many things here. Death among them. Ach du meine Fresse, what? Holy shit. Okay. My investigation of the fire. This was Sam's necklace. She never took it off. Bruder, warum legt ihr ein PDA hier hin? My investigation of the fire excavation site, including the cave entrance and surrounding area, revealed minor cosmetic damage to Altera survey equipment and significant structural damage to the natural cave entrance and supports. Resulting debris prevents cave access without heavy excavation equipment. Only foot access is currently possible. We are reporting two casualties, Pavan Ivanov and Samantha Ayu. Both bodies were found beneath the rubble at the cave entrance. Ivanov had just entered the cave. Footprints were still visible by the entrance. Deeper into the cave, Ayu appeared to have sustained a fall. Poor souls. What was Ayu doing? Nothing in her file suggests a history of vandalism or carelessness. And yet, I can only conclude that the cause of the collapse was employee negligence. We will need to investigate a possible connection to the explosive damage reported at Omega Lab. If there is a connection, who is responsible? It appears that your sister's death was accompanied by significant destruction. Doesn't make any sense. She would never destroy a base. Well, baselessly. Are your feelings confused? I am detecting more than one. I don't know. I feel disillusioned? Worried? I thought I knew Sam better than I really did. When we were kids, I was always the one breaking and rebuilding things. She wouldn't even go into a bake sale without a plan. For classic oatmeal cookies, no less. So serious. She wouldn't have anything to do with my molecularly transformed caramel pretzel lumps. Your mind goes easily to food. To distract you from your feelings. Okay, I think that's enough mind reading for now. This wasn't negligence. That's not Sam. This was something else. Ich wollte gerade fragen, ob sie das war, aber ja, scheinbar ist sie und der Dude hier verreckt. Prolog, excavation site, day 33, morning. I thought I saw something moving on the screen. Direkt hier vorne. Just that I sneezed. Wiped it off. Fred's not convinced the Leviathan is really dead. But I've never even seen it blink. Nevertheless, I am now undertaking the mandatory foot patrol. Inside the cave, confirming a whole lot of nothing. Creatures still dead, cave still boring. I miss the mining site. At least you could talk to people. Oh, wait now, what's this? A rock! I found an interesting rock. That makes three this week. The others will be happy to have a friend. Concluding patrol. Perimeter secured. Nothing to report. End log. Huh.
Okay, also die haben diesen Leviathan hier gefunden. Im Eis. Manche bezweifeln aber scheinbar, dass er tot ist. Alter, sieht er heftig aus. Okay, lass uns mal hochfahren zu dem Ding. Ich bin mit meinem Messer bewaffnet, Freunde. Keine Sorge, ich bin bei euch. Wir haben das Ding gefunden, was wir nicht... Was wir... Bitte. Synthetische Fasern. Du Sau, geh weg. Okay. Alter, guck dir das an. Das ist nichts, was wir kennen. Das ist kein Seedrache oder so. Schau mal, da oben geht's raus. Probe einfügen. Ein Injektionsbehälter wird benötigt. Infizierte Pusteln. Sollen wir zuerst hier hoch oder sollen wir in die Höhle rein da unten? Ich habe ein bisschen Respekt vor dem Ding, obwohl es eingefroren ist. Aber das ist halt kein Seedrache, das ist halt nichts, was wir kennen, ne? Ganz weird. Und das scheint ja trotzdem irgendwo der gleiche Planet zu sein. Ich vermisse, by the way, die Seekühe und die ganzen Monster aus dem Teil 1. Wenn das wirklich der gleiche Planet ist, dann... Da vorne ist ein Krebs. Salzsäure. Shit, Bro. Okay, komm. Der Krebs ist irgendwie 150 Meter. Wir gönnen jetzt... Wir ballern ein paar Sachen in den Krebs rein und kommen dann wieder zurück. Salzsäure. Klaue des eingefrorenen Raubtiers. Alter, wie riesig der ist, ne? Ich glaube, der ist jetzt schon größer als alles, was wir gesehen haben in Subnautica 1. So, hier ist noch ein Krebs. Der ist aber kaputt und hat hier nicht mehr weiter bohren können. Okay. Ja, das war's scheinbar, oder? In der Höhle hier. Theoretisch könnten wir oben noch irgendwas tun. But not really, weil wir da nichts haben für. Das bedeutet, wir können eigentlich wieder raus. Okay, wir wissen, wir haben diesen Leviathan gefunden.
Someone there? Oh, no. Der scheinbar krank war. Is that you? Oh, yeah. Told you I was investigating. Don't worry about me. I'm on my way out. You can't keep doing this. We have protocols. Parvin, stand back. Don't come any closer. Why? What are you up to? Parvin, I mean it. Stop. I... Ja, gerade zugehört, wie ihre Schwester gestorben ist, ne? Shit. Okay, hiervon hat sie die ganze Zeit geredet. So, jetzt sehen wir tagsüber ein bisschen mehr. Bei der großen Brücke am Anfang geht es auf der anderen Seite noch in eine andere Richtung. Okay. New technology acquired. Sprungmodul für den Schneefuchs. Moin! Oh no! Schläft er? Schnee nehmen. Digga, ich will ihn nehmen. Nicht den Schnee. No, ich habe einfach die Mom umgebracht. So, jetzt müssen wir zur Brücke, habt ihr gesagt. There is something of significance beyond this bridge. It was important to Volterra, but more important to me. Will it help us build you a body? I believe so, yes. Zerbrochene Hydraulikpatrone. Ölstand prüfen. Okay, muss ich die jetzt ersetzen? Ist es das? Oh, ich muss die im Zug craften. Okay, aber wenigstens bin ich jetzt hier. Oh, Alter, wie es ausschaut. I am picking up the signature of an important item belonging to my people. I will share its location. Okay. Signal location uploaded to... Schau mal, wie viel mehr Platz ich jetzt habe. Oh mein Gott. Gut. Zack. Klick, klack, let's go. Warte mal. Oh. Ich habe gerade in die Seebahn. Oh mein Gott, Digga. Kann man das... Das kann man safe kleben, oder? Das sieht nicht, das sieht schlimmer aus, als es ist. Ich glaube nicht. Oh, und die hält mich jetzt natürlich nicht, die Ho, ne? Moment mal. Was für ein Teil des Frachters? Oh, no. Oh, no. Da war alles drin. Da war einfach alles drin, oder? Ach du Scheiße. Warum ist die so beschädigt? Irgendwie kommen mir diese Stellen immer bekannt vor. Ich habe das Gefühl, wir rennen die ganze Zeit auf dieser Insel im Kreis. Aber laut meinem Chat ist hier...
gerade meinen hart erarbeiteten Krebs? Du kleiner Ficker. Ich stech dich. Ich hab ein heißes Messer dabei. Der kleine Arschkrampen. Wo ist er? Ich will ihn abmurksen. Den Saulkopf. War das ein Wurm? Oh mein Gott, Digga, wie riesig bist du denn, Alter? Holy shit. Das ist ein bisschen groß, ne? Okay, kann ich den töten, Chat? Kann ich den überhaupt töten? Ich glaube nicht. Ich glaube, der kann nur mich töten. Und das ist ziemlich schnell. Schade. Schade, dass das Spiel mir vorenthält, Gegner zu töten. Die hätten nämlich keine Chance gegen mich. So, ich bin mit dem Messer bewaffnet. Kommt mir nicht in die Quere, ihr Würmer. Ihr werdet es bereuen. Schließ, schließ. Ich meinte natürlich, ich lasse ihn leben, weil ihr habt ja vorhin gesehen bei den kleinen Viechern, was für ein großes Herz ich habe. Ionenwürfel einsetzen. Toll. Ja, ich habe ein Herz für Tiere, ne? Ich weiß, dass ab und zu auch mal ein paar Leute von Peter hier zugucken. Und das sind dann immer die unangenehmen Gespräche dann. Sieht so aus, als wären hier Ionenwürfel, aber sind keine. Denk an den Krebs, der noch dort steht. Ja, ja. War das gerade ein Versuch, mich anzugreifen? Na, 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 na. Würmchen. Nicht so. Nicht mit mir. Mach keine Spielchen mit mir, okay? Oh, hier war einer drin scheinbar. Lame. Bro, ich habe schon andere Monster gesehen unter Wasser. Oh, bling, 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 bling. Checkpot. Let's go, Bro. Oh, wir können die Hälfte wieder nicht mitnehmen. So, ich glaube, ich habe alle, ne? So, wir sliden mal hier runter. Leitern ist für Amateure. Hui! Einen Ionenwürfel kriegst du. Der Rest ist für meine Schiffe. Let's go. Oha. Hier war ich scheinbar. Oh, das ist das Ding mit dem Eingang und dem anderen Ding. Oh, okay. Ich meine, cool. So können wir somehow fast traveln. Oha.
Das sind Kreatureneier. Oh Gott, bin ich froh, dass ich... Okay. Aha. Okay. This artifact could provide useful information. Processing. I can visualize a location where we may find an important component for my body. The image is hazy, but I am sure it is correct. A stark surface landscape. Dangerously cold. Curved spires. Shit, wie viele Ionenwürfel wir hier finden, Mann. Ich nehme an, von den Feuerschoten brauche ich nur eine, ne? Um sie zu pflanzen. Die kann auch abgelaufen sein, nehme ich mal an. Holy shit, Digga. Like forgetting someone's birthday? I don't know. It just happens. When you die, some quantity of knowledge is lost forever to the next generation. Isn't that... I'm warning you. If you call humanity inefficient one more time, I will swim us both into the mouth of a leviathan. Is that sarcasm? I am still having trouble differentiating. How inefficient? Efficiency aside, does the loss of knowledge not create complications? Well... On a personal level, losing someone can be traumatic. But it's harder to process the idea of generational knowledge. Humans aren't networked, so we can't even be aware of what we're losing moment by moment. We try to learn from history. Maybe it's not ideal, but it's what we have. What happens when you no longer have the memories of others to combine with your own? You make your own memories and interpretations. You have to experience life as an autonomous being. Discover yourself. That idea is foreign to me. Sollte eigentlich der Shortcut aus dem Ding sein, aber damit du so lange nicht suchen musst, nach oben. Moment, wir kommen hier nicht durch von der Seite, oder wie? Okay, und wie kommen wir jetzt da rein? So, hier haben wir scheinbar noch Zeugs. Cool. Was auch immer ein Klopfer ist, Digga. Oh, okay, hier geht's in eine Höhle rein. Der hält die Würmer ab. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Okay, haben wir noch Silber und Kupfer und all der Lachs. Und wie viele von diesen bescheuerten Stellen gibt es hier eigentlich? Oh Gott. Okay, also ich bin froh, dass... Bin froh, dass wir das gefunden haben, aber langsam kann ich keine Ionenwürfel mehr sehen, Alter. Okay. Da drüben geht ein Alarm. Nope. Oh shit. Ich laufe wahrscheinlich zu viel mit dem Roboter rum, ne? Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht stecken bleibe mit dem, Ding hier. Weil hier gibt es nicht wirklich ein Zurück. Ach Gott. Oh, ich komme durch. Okay. Tipptopp. Alles gut. Und die haut sich jedes Mal das Bein. Oh, nicht noch ein Ionenwürfel. Digga. Was zum Teufel ist das? Erbauer Körperteil. Is a rough way to go.
Yes, I would not enjoy being crushed while mining iron cube components. The cold preserved the body well, but this isn't a big sample. Will it be enough? Our tissues are pluripotent, derived from the DNA of various species, capable of changing form as necessary. Ah, like stem cells. So, what prevents you from, I don't know, ending up with hooves where your eyelashes should go? That does not happen. At least not since the fourth iteration. Oh mein Gott, okay. Fuck this shit. Ja, also keine Ahnung. Wir werden für immer, fürs gesamte Spiel wahrscheinlich genug Ionenwürfel jetzt haben, ne? Halte Ausschau nach riesigen Knochen. Eiswurmknochen. Okay. Der erinnert mich so ein bisschen an Camellios. Vom Gesicht her. Aus Monster Hunter. Fick dich, du Sohn! Rache, ich habe einen von euch getötet. Seht ihr da? Ich hab ihn. Legt euch nicht mit mir an, ihr Schweine. So, ab nach Hause, Jungs. Ab nach Hause, Freunde.